Mein Name ist Eva Maria Marold. Ich bin Sängerin und Schauspielerin und in meinem Erstlingswerk Zu warm schön zu sein geht es um eine Schauspielerin. Es könnte meine Geschichte sein, ist es aber nicht. Vielleicht aber doch. Während sie ihrem Gesprächspartner, einem etwas älteren Herrn mit ungewaschenen Haaren und schlecht sitzendem Anzug, kaum noch richtig zuhörte und ab und zu nur nickte und mit mhm oder eher eh antwortete, was dem Mann interessanterweise vollkommen zu genügen schien, sah sie sich im Gino um und suchte Robert, ihren Bühnenkollegen. Seit einiger Zeit hatte sie so etwas Ähnliches wie eine Affäre mit ihm. Sie nannte es Affäre in Ermangelung eines besseren Wortes. Sie waren noch nicht miteinander im Bett gewesen, das nicht, aber geschmust hatten sie schon auf Teufel komm raus. Bei ihr war der Teufel immer ein bisschen weiter draußen als bei Robert. Er war verheiratet. Was sie weiter nicht störte, ihn, den Gutmenschen, offensichtlich schon. War sie verliebt in ihn? Er nicht. Wollte sie, dass er sich scheiden ließ, um mit ihr für den Rest des Lebens, ihres gemeinsamen Lebens, zusammen zu sein? Um Gottes Willen, nein! Eine Schauspielerin verschlägt von Wien nach Ghana. Und was sie dort erlebt, verändert ihr Denken, ihre Prioritäten, definitiv. Ja, und sie kommt mit einem oder mehreren Kindern zurück. Ein bisschen geht es in dem Buch eben darum, wenn man es fließen lässt, wenn man nicht an seinen Plänen festhält und klammert, was passiert, wenn man einfach wirklich das Leben zulässt.